wie fange ich an? Ja, erstmal hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es hat sich einiges ergeben bei Linux Mint 22 gegenüber Linux Mint LMDE. Das, was ihr jetzt seht, ist mein Desktop Linux Mint LMDE. Das kann ich euch eben zeigen, damit nicht irgendwelche Ungereimtheiten nachher sind. Das ist der GNOME Desktop 43.9. Ja, der Kernel ist noch 6.1. Mir reicht das. Für mich ist das ausreichend. So, und diese CPU hier, das, was hier steht. Ich hatte, ja, wo ist es? CPU-X. Ich glaube, ich habe es ja schon einmal gezeigt. Also ich bin jetzt so wirklich so ein bisschen am Zweifeln, was hier eigentlich Sache ist. Wenn ich jetzt hier einen Benchmark starte und mit vollem Prozessor, so, der Benchmark geht bis 3800 MHz. Ich habe ja schon in den Kommentaren einen Tipp bekommen, der hat mir ja auch schon sehr weitergeholfen. Da komme ich aber gleich noch drauf zu. Und zwar habe ich ja hier bei GNOME die Einstellung, ob ich auf Leistung gehe, ausgeglichen oder energiesparend. Wenn ich auf Leistung gehe, haben wir ja hier dann die 4700 MHz. Ja, das ist ja auch alles gut und schön. Wenn ich das jetzt hier unter GNOME einstelle und jetzt neu booten würde im Cinnamon Desktop, übernimmt er die Einstellung bei Cinnamon. Und ich konnte die Einstellung bei Cinnamon nie ändern. Kann ich jetzt aber, zeige ich euch. Und dafür starte ich jetzt den Cinnamon Desktop. Und zurück in meinem Cinnamon Desktop. Ja, der gefällt mir ja so auch. Es ist ja auch okay. Ich habe hier so ein paar Spielereien wie die wackeligen Fenster. Auch Animationen sind ja eigentlich vorhanden, aber nicht so wie beim GNOME Desktop. Ne? So, jetzt habe ich, das kann ich euch auch noch eben zeigen, dass es auch wirklich so ist, wie ich das erzähle. Oh. Hier haben wir den Cinnamon 6.2.9. So, wenn ich jetzt CPU-X starte, gehe auf den Benchmark, noch ein bisschen paar Minuten da, und aber wenigstens alle Kerne, und zeige die CPU, macht er gut 4700 MHz. Und dieses Tool, was hier zugekommen ist, da kann ich die Balance einstellen. Ja, es ist ein Hinweis gewesen, und der unter den Kommentaren war, und zwar, man geht rechte Maustaste auf die Taskleiste und lädt sich diese Applets herunter, was ich vorher nicht wusste. Da habe ich noch nie reingeguckt, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall dieses Power Profiles, die muss man runterladen, und das sind dann dieses hier. Und da kann ich das einstellen. Jetzt ist aber der Unterschied, weil das hier ist ja LMDE. Ich starte jetzt mal im Linux Mint 22 und da zeige ich euch ein Phänomen, was ich nicht nachvollziehen kann. So, dann habe ich jetzt hier Linux Mint 22. Kann ich euch auch zeigen, damit ihr mir das auch glaubt. Es ist Linux Mint
22 hier mit der Cinnamon 6 Desktop 6.2.9. Und ja, der Prozessor, ne, der ändert sich nicht. Also 4700 MHz soll er Maximum machen. Und jetzt gehe ich mal in Benchmark wieder rein. Hier mal eben schon ein paar Minuten. Hauptsache alle Kerne. Und ich sage Start. Schaue mir die CPU an. Was macht er da? 3800 MHz. Und ich gehe mal auf. Ja. Er kommt nicht auf 4700. Obwohl er eigentlich jetzt hier volle Leistung bringen soll. Er schafft es einfach nicht. Gehe ich auf Balance. Ja, dann liegt er bei 3,8. Aber er schafft es nicht auf die 4700 MHz. Gut, wir stoppen das jetzt. Ihr habt es gesehen. Ich starte jetzt Linux Mint 22 mit dem GNOME Desktop. Und dann haben wir Linux Mint 22 mit dem GNOME. Funktioniert auch wunderbar. Läuft eigentlich ganz gut. Bis auf die CPU-Ansteuerung. Ja, ich kann das jetzt auch noch mal sofort zeigen. CPU X. Hier haben wir den Benchmark. Und es ist wirklich sehr seltsam. Hier sehen wir, Energie steht auf Leistung. Er bringt aber keine Leistung. 4200 MHz ist das höchste, also fehlen mir 500 MHz. Der Prozessor wird bei Linux Mint 22 scheinbar nicht voll angesprochen. Und wenn ich hier auf ausgeglichen gehe, so wie es eigentlich standardmäßig ja ist, ja, dann stimmt es. 3800, das andere passt aber nicht. So, und das ist halt das kleine Problem. Und das nächste Problem, was ich jetzt noch habe, ist hierbei, egal ob ich jetzt hier in dem GNOME Desktop drin bin oder ob ich in dem Cinnamon Desktop drin bin, bei Linux Mint 22, das Runterfahren dauert eine Ewigkeit. Also jetzt letztes Mal habe ich gemessen gehabt, mit dem Handy auf Stoppuhr, indem ich gesagt habe, so, hier, und jetzt ausschaut, in dem Moment habe ich dann die Stoppuhr gestartet und es waren 2 Minuten und 34 Sekunden hat er gebraucht zum Runterfahren. Was er da macht, ich weiß es nicht. Er zeigt mir ihre Zeichen auf dem Bildschirm an. Was er da, was heißt ihre Zeichen? Also ich verstehe sie nur einfach nicht. Und die flattern auch so schnell über dem Bildschirm drüber weg. Was er im Hintergrund da irgendwie jetzt noch abspeichert und keine Ahnung. Ab und zu lese ich mal Error dazwischen, was man ja komischerweise bei Linux öfter mal liest mit dem Error. Hat aber oft nichts zu sagen, weil man muss immer darauf achten, was da steht. Oftmals steht nämlich in der Zeile da irgendwas mit Echo davor. Das ist also nur Hinweistexte. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Wie gesagt, also ich bin ja nicht der Profi. Ich bin immer irgendwo noch der Anfänger. Aber das ist etwas, das kann ich nicht akzeptieren. Alle Anwendungen, die ich hier habe bis jetzt,
Ich habe alles Mögliche schon installiert und alle Anwendungen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind unter Linux Mint 22 bei mir auf gar keinen Fall schneller geworden, eher langsamer. Denn ich vermute, dass dieser Prozessor hier irgendwie nicht richtig angesprochen wird oder bei der Installation ist irgendwas schiefgelaufen. Und ja, es ist für mich ja nur Spielerei gewesen. Für mich ist es auf jeden Fall klar, ich habe mein System, das LMDE, und das ist ein bestehendes System, ein gut laufendes System, ganz stabil, schnell genug. Und ich werde da auf jeden Fall bei bleiben. Ich werde nicht umswitchen jetzt auf Linux Mint 22. Bleibe schön bei meinem Linux Mint LMDE. Also wieder zurück, schön brav ab nach Hause. Ja, in das gewohnte System, was auch gut läuft. Und ich bin hier mit voll und ganz zufrieden. Linux Mint 22, wundervolles, tolles Betriebssystem, sind auch einige Neuerungen mit drin, selbstverständlich, aber eben halt nichts für mich, weil ich sag mir, da lohnt sich der Umstieg, diese Arbeit, ja, ich habe die jetzt so zum Spaß gemacht. Aber jetzt alles das, was ich jetzt hier mittlerweile schon abgespeichert habe, was ich gesammelt habe an Daten und alles, was hier so ist, ja, ich werde da einen Teufel tun, das alles umzuändern und mein Linux Mint 22 dann auf die 2 Terabyte Platte zu übertragen oder neu zu installieren oder so, werde ich nicht tun. Auf gar keinen Fall. Ja, ich habe hier meine Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Prozessors, wenn ich so nichts mache, gehe ich sogar teilweise auf energiesparend, dann macht er wirklich so um die, ich weiß gar nicht mehr, 1000 und was an Megahertz, reicht vollkommen aus, um vielleicht YouTube zu gucken oder Sonstiges zu machen und wenn ich mal einen Film rendern will, wie jetzt zum Beispiel dieses, was ich jetzt aufnehme, würde ich ja hier jetzt mit KDN Live schneiden. Und das zeige ich euch im nächsten Video, wie ich das mache. Das geht bei mir immer ganz einfach, ganz schnell. Ich bin da ruckzuck mit fertig. Weil ich mache keinen Schnickschnack mit rein, keine, ja, irgendwie Hampeleien oder sonst irgendwie sowas. So, aber wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran. Ja, Kommentare unten rein und abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben. Ihr kennt es. Ja, so, dieses jetzt hier, Daumen nach oben, was da jetzt gerade abläuft, das ist die einzigste Sache, die ich da einbaue. Bis dahin. Ciao, ciao.